Heute wird gesegelt, aber nicht übers Wasser, sondern durch die Lüfte. Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Schaut mal da hinten diese Kiste. Das ist ein verdammt fieser Mond, deswegen schnappen wir uns den am besten direkt mal. Und ich hoffe, dass es mit dem Segelmann da ganz gut klappt, weil ich weiß nicht, wie man die Kiste sonst am besten erreicht. Ich denke, das ist schon eine der besten Möglichkeiten, wenn nicht sogar die beste Möglichkeit, an diese Kiste zu kommen. Allerdings ist jetzt leider der Segelmann da im Weg, was ich gar nicht mal so toll finde. Kann er sich nicht mal verpissen, bitte? Das wäre halt echt super. So. Ach, der Mond spawnt auch woanders. Das ist ja fies. Komme ich da dann ohne weiteres hin? Ja, komme ich. Gut, alles gut. So. Und so. Und so. Hätte sich an den Panzern sterben. Und dann gehört der erste Mond des Parts schon mal uns. Auch wenn wir schon eine Minute drin sind. Holy shit. Das hat schon eine Minute gedauert. Krass. Verirrt in hohen Wipfeln. So, wo sind wir gerade? Bei den Panzern, ja klar. Gibt es hier irgendwas Interessantes vielleicht noch direkt to go? Was hat das hier zum Beispiel auf sich? Oder was hat es damit auf sich? Guck mal, da ist auch noch eine Nuss. Die habe ich bestimmt auch noch nicht geholt und die ist auch eigentlich schon wieder was für den Segelmann da, oder? Die Nuss da oben habe ich. Und dann muss ich auch noch da oben reinkommen. Und guck mal, da ist so ein... Da ist so ein Loch. Hm. Aber das ist doch zu hoch für so ein... Wurztypi. Fieswurz. Mieswurz, nicht fies. Ich denke mal, die heißen Fieswurz. Wenn ich nicht gerade Buntwurz direkt sage. Naja, ist eigentlich jetzt nicht da, wo ich hin wollte, aber... Ich bin ja direkt... lol. Ich habe mich einfach zum gleichen Ort geportet, wo ich schon war. Aber egal, hey, dann nehmen wir nochmal ein paar Münzen mit und verkacken. Aber ist ja egal, ich muss ja sowieso hier hin. Okay, komm, dann muss ich das aber gerade nochmal versuchen, ob das denn vielleicht doch reicht. Weil ich da... Ich glaube, ich dachte immer, dass man da irgendwie mit einer Röhre oder sowas hin muss. Aber eigentlich geht es so. Kann gut sein. Kann auch sein, dass das Fake News ist. Dass ich doch immer recht hatte. Das sieht schon ziemlich hoch aus, oder? Ja, das ist zu hoch. Das ist doch hoch. Geht nicht. Okay, da habe ich jetzt wieder den Mond getriggert. Stimmt, da war ja die Nuss. Boah, es gibt so verdammt viele Nüsse. So. Ja gut, wir könnten auch einfach mit einem beherzten Sprung von hier aus dahin kommen. Deswegen. Mario! Um nicht Geronimo zu sagen. Ja, wobei das war vielleicht doch ein bisschen optimistisch. Das ist nämlich schon ziemlich weit. Dann würde ich sagen, sollte uns am besten mal unser Segelmann da aushelfen. Und dafür war es eigentlich auch wieder die falsche Station. Scheiße. Ah, ja, nee, komm, das dauert mir gerade zu lange jetzt nochmal. Wobei, ich hätte ja gar nicht die Nuss mitnehmen müssen, egal. Das ging im Zweifel trotzdem schneller. Und ich befürchte, wir müssen hier ein paar Mal mit dem jetzt herumfliegen, weil ich es nicht im First Try schaffe, auf dieser Plattform zu landen. Aber ich meine, ich habe es auch bei dieser Kiste geschafft. Also eigentlich sollte das doch passen. Knapp, aber es hat gepasst. Es sieht gut aus und wir haben einen weiteren Mond aus einer Nuss. Blick hinab auf die Goombas. Wundervoll. So. Ich überlege gerade, wo überhaupt dieser Bereich war, wo ich nochmal hin wollte, hin muss. Aber wir haben hier auch das Free Running. Das würde natürlich auch gerade ganz gut in den Kram passen, wenn wir schon mal hier sind. Machen wir das doch schnell. Den Kampf, den wir da oben sehen, müssen wir auch noch machen. Jawohl, jawohl. Wo müssen wir hin? Nach oben wahrscheinlich, oder? Ich sollte einfach gar nichts mehr sagen, weil ich habe einfach bei sowas gar kein Gefühl. Und vor allem keine Erinnerung. Das war scheiße. Ich erinnere mich, das war ziemlich scheiße. Das Ding ist nämlich, dass man hier wieder so viel skippen kann mit richtig geilen Jumps. Und jetzt kommt nämlich die Sache. Ich weiß zum einen nicht, wo ich genau hin muss. Und ich weiß zum einen nicht, wie krass der Jump wirklich war. Das war auf jeden Fall schon mal scheiße, kann ich euch sagen. Hat jetzt natürlich viel Zeit gekostet. Mhm, das auch. Na, es ist das normale Rennen. Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin, als Erster hier irgendwie durch zu sein. Es würde mich nicht wundern, wenn nicht, aber es wäre natürlich toll. Na, der Erste gibt schon Gas, ne? Mm-hmm.
Los, lauf, Junge, lauf. Aus der Verwandlung raus. Schnell, Mario. Schnell, 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 schnell. Ja, das war's, ne? Der ist doch schon längst da. Verdammt. Ah, was musste man denn nochmal machen? Wo musste man hinspringen? Ich meine, man konnte hier... Oder war es einfach nur, dass man da überhaupt runterspringen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, irgendwie im Kopf zu haben, dass man hier auch nochmal so einen richtig geilen Sprung machen sollte. Aber ich werde einfach mal versuchen, einfach so direkt runter, ohne irgendwie nachzudenken. In der Hoffnung, dass ich irgendwie was schaffe damit. Die gehen alle hier runter, ne, und laufen dann einfach durch, ja. Man kann hier halt theoretisch dadurch allein schon Weg skippen wahrscheinlich. Das ist es halt, ne. wahnsinnig schnell war das jetzt nicht, aber was soll's. Das war dumm. Hier kann man definitiv ein bisschen abkürzen und alles, aber nein. Aktuell bin ich Erster, hier kann man jetzt auch nicht mehr so viel Zeit gut machen, deswegen ist das gut, dass ich Erster bin. Jetzt darf ich natürlich trotzdem keine Zeit verlieren und ich muss gucken, was der Goldene dann gleich macht. Der wird wahrscheinlich nicht so leicht. Nein, das war scheiße. Ich muss auch nicht wieder direkt runter. Das habe ich nämlich auch gerade wieder gemacht. So, hier direkt aus der Verwandlung raus. Ist schon mal ganz gut. So, wunderbar. Cooper Free Running ist auf Stufe 1 zumindest erledigt. 52 Sekunden. Erfahrungsgemäß ist das ja nicht so ein krasser Unterschied jetzt zwischen den beiden. Und wir haben ja immerhin schon nur noch zwei weitere Level danach, die wir hier machen müssen, oder? Oder drei, ja. Ich glaube, drei Rennen müssen wir noch machen, ne? Oder im Mondland auch noch, dann sind es vielleicht vier. Aber wir haben schon viele gemacht. Oder kann man vielleicht... Ach, man kann da rüberspringen bestimmt, ne? Man kann da locker rüberspringen, ja. Das versuche ich auf jeden Fall. Beep. Biu. Okay, der geht auf jeden Fall auch direkt nach hier. Ist auch wieder dumm. Ja, shit. Und ich weiß nicht, ob der Goldene das macht, aber ich möchte es auf jeden Fall tun. Ich mag so, dass der Goldene nicht immer Erster ist. Ihr könnt mich mal! Peasants. Hervorragend. Einfach 17 Sekunden schneller. Ja, guck mal, der macht das auch. Der macht das auch. Man darf da nicht durch diesen Mieswurzbereich. Man muss das machen. Aber das ist auch tatsächlich nicht so schwierig von der Technik her. Also da ist der Seeland-Skip schon deutlich krasser, aber ich glaube, den macht der Goldene auch nicht. Schon 33 Moni in dieser Session gesammelt. Geil, geil, geil. Und uns fehlen nur noch 20. Ich mag es, dass ich immer dann drauf gucke, wenn noch genau 10er-Schritte fehlen. Erst waren es 40, dann waren es 30, jetzt sind es 20. Wir kommen unserem Ziel immer näher und in großen Schritten und das ist Gott. So, und ich glaube, wo war denn dieser Wasserbereich? Wo war dieser Wasserbereich? Da, wo der Toad zum Beispiel war. Da muss ich ja eigentlich in die Richtung gucken. Oder war das hier drunter? Das war hier drunter, glaube ich, oder? Ja, muss gewesen sein. Weil hier bin ich ja wieder in dem Waldbereich gedöns. Ja, okay. Ich möchte trotzdem mal gerade da gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas an der Seite so oder so. Für mich relevant, interessant. Nö, gut. Dann möchte ich mich einmal zum Gipfelpfad porten. Aber das ist auch ganz... Nee, wo ist denn das eigentlich? Ah, das ist hier. Okay, da war ich ja auch schon ein paar Mal. So, das Teleskop können wir auch mal benutzen. Vielleicht gibt es was Interessantes zu entdecken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch gerade dafür da, dass man hier zum Beispiel diese Kiste sieht oder so ein Scheiß. Es ist halt ja echt so eine Kuppel, so ein Biotop. Ah, das wollte ich nicht. Ich habe immer noch kein einziges Foto hier gemacht in Odyssey, aber ist auch nicht so wichtig. Ach stimmt, ich wollte ja noch da runter segeln. Das war ja eigentlich mein Part-Ziel. Also, der Anfang. Das habe ich gar nicht gemacht. Lol. Ja. Guck mal, da kann ich auf jeden Fall, da sind noch Plattformen. Die soll ich auf jeden Fall mal nutzen. Und mal schauen, wo mich das hinführt. Zu Münzen. Ach, guck mal, die habe ich von oben geholt. Ja, ja. Da in diesem Bereich da unten waren wir nämlich, glaube ich, noch überhaupt nicht, oder? Und hier geht's auch rein. Dann gehe ich doch mal gerade hier rein und guck mal, was hier ist.
Irgendwas, was ich schon gemacht hatte, ne? Egal, es gibt Münzen, das mache ich jetzt nochmal. Shit. Ich glaube, die Idee war jetzt nicht so gut. Naja, genau, das hatte ich auf jeden Fall schon. Wo komme ich denn wieder raus? Ja, ist okay. Okay, so, Leute. Folgender Punkt war nämlich. Hier befindet sich dort oben irgendwo ein Mond. Müssen wir gleich nochmal genauer schauen. Da oben, diese Nuss. Ich wusste nicht, wie ich diese Nuss erreiche damals. Ich habe irgendwie ganz merkwürdig mit dem Segel Mander es geschafft, dort reinzufliegen. Ja. Mit dem Segel Mander bin ich hier irgendwie reingeglitten oder ich habe das versucht und habe es aber nicht geschafft. Es ist irgendwie ein richtig blöder Mond, aber ich glaube, der ist recht logisch. Okay. Und manchmal will der Feuerbruder auch nicht so krass springen, wie er sollte. Aber es gibt mir nur ein Herz, okay. Ich weiß nicht so ganz, man muss irgendwie, glaube ich, echt irgendwie mit dem Mieswurz hier rein und dann auf den Feuerbruder, der dann hier war oder so. Ach, und das macht mir jetzt diesen Weg hier frei, den ich mal vorhin gesucht hatte. Auch gut zu wissen. Und mit diesem Feuerbruder könnte ich dann übrigens auch viel leichter als von da oben dieses Achievement da unten holen. So, aber ich brauche diesen, genau, ich brauche dich. Ich brauche diesen Mieswurz. Und jetzt geht die Party nämlich los. Können wir dem auch irgendwie heftiger... Ach, wir können, glaube ich... Ah, ich glaube, wenn wir schütteln, ne? Wenn wir schütteln, kommen wir, glaube ich, uiuiui, höher, oder? Kann das? Ich möchte mal gucken. Weil so kommen wir nicht daran. Wir sehen es halt auch nicht, ne? Man sieht es halt auch einfach nicht. Wasser macht denn nicht, ist okay. Gut. Guck mal, der macht noch so ein paar Millimeter mehr, wenn wir schütteln. Und das ist die Lösung für diesen Mond. Leute, schön verstaut im Tunnel. Ihr wisst nicht, wie lange ich damals versucht habe, mit diesem scheiß Segel Mander hier reinzugleiten, weil das ist ja eine relativ hohe Ebene hier, wo man theoretisch da ja rübergleiten könnte. Ich habe es so ewig versucht. Es war echt nicht feierlich, aber oh, zum Glück. Ich wusste es jetzt zwar nicht mehr genau, wie es geht, aber zum Glück habe ich das jetzt rausgefunden. Und schütteln war ja jetzt schon häufiger im Spiel eine Lösung. Das ist so wundervoll. Der Mond ist halt echt nicht so schwierig, wie ich es damals getan habe. Ah, schön, schön. Gut, Aussichtsdeck würde ich sagen. Und dann versuchen wir jetzt wirklich mal darüber zu gleiten. Und ich muss ja noch eine Lösung für diesen einen Mond in der Box finden. Und eventuell könnte das ja sogar dieselbe Lösung sein, dass wir halt schütteln müssen mit dem Wurztypi. Das könnte ich auch nochmal versuchen, aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Eventuell kommen wir aber auch genau da raus. Das könnte ziemlich gut gewesen sein sogar. Dass das hier miteinander zusammenhängt, diese beiden Röhren. Ja doch, das könnte sehr gut gewesen sein. Wer steht denn da? Ein Toad? Ach, Captain Toad. Hallo. Ich habe keinen Schimmer, wie ich hergekommen bin, Mann. Willst du einen Mond? Ja, gerne. Mit Ketchup, bitte. Hey ho, Captain Toad. Da drüben sieht es auch recht hübsch aus. Ja, das hier ist ein recht einsamer Stahlträger. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Auch wenn hier ein bisschen Moos drauf wächst. Ja, oder halt auch nicht, ne? Schade. Verdammt. Was tue ich damit? Ach, okay. Leute, seht ihr das auch? Da ist eine Flagge und da ist vor allem ein Bild. Wir kommen aus einem anderen Land hierher und wenn mich das nicht ganz täuscht, es sieht sehr blau aus, dann wird das das Küstenland sein. Also das nächste Land, wessen wir uns annehmen und dann, ja, ist das sowieso erledigt. Können wir mal reinlupen. Oder nee, das ist, was ist denn das? Ist das das Cityland, das Kaskadenland? Das ist das Cityland, oder? Das ist das Cityland. Ja. Im Cityland habe ich noch irgendwo ein Bild übersehen. Das ist nicht schön. Das ist tatsächlich gar nicht schön. Ach, von hier aus könnten wir auch ganz gediegen an diese Nuss rankommen, die wir uns mit dem Segel Mander geholt haben.
Scheiße. Ich glaube, da muss ich mir aber echt nochmal ein Tutorial anschauen. Oder ist das doch irgendwie was anderes? Man erkennt es halt leider nicht so gut, aber da unten sind Autos, oder? Und Wolkenkratzer. Was soll es sonst sein? Es muss das Cityland sein. Das andere ist halt nur der Rückweg und da ist ja auch eine Plattform. Wir kommen da von unten gar nicht ran. Wo wir aber theoretisch rankommen, ist an den Vogel, der hier lang fliegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, von wo aus geht das eigentlich am besten? Weil ich wäre jetzt schon langsam wieder daran interessiert, das vielleicht nochmal zu versuchen. Deswegen tue ich das auch einfach jetzt. Und warte jetzt nochmal auf das Vögelchen. Sorry, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Habe ich das von unten habe ich es, glaube ich, versucht, ne? Das letzte Mal. Oder von hier, oder... Ich weiß halt auch nicht, wie lang die Route so ist. Ja, von hier habe ich es versucht, genau. Von hier müsste ich es versucht haben. Von hier kann ich es auf jeden Fall versuchen. Es wäre halt schon gut, wenn das weg wäre, ne? Wenn dieser Mond auch mir gehören würde. Das ist jetzt eine etwas unliebsame Aufgabe, das habe ich ja bereits angesprochen. Kommt doch bestimmt von da oben irgendwo, oder? Vielleicht kommt er auch gerade gar nicht. Oder ich sehe ihn einfach nicht. Oder ist er doch irgendwie höher? Shit. Der Typ nervt mich gerade ein bisschen. Kannst du dich nicht bitte einfach mal verpissen? Ach, guck mal, da kommt er. Hallo! Ja, perfekt. Jetzt muss ich halt nur wieder da hoch. Ah, super. Da würde ich mal sagen, nehme ich mal den Weg. Ich weiß nicht, ob man sich porten darf. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dann ist der Mond weg. Ich möchte es auf jeden Fall nicht riskieren. Auch wenn das natürlich die absolut einfachste Möglichkeit wäre, aber... Ey, ich habe den... Blöd man da jetzt hier getroffen. Ich will das jetzt nicht verlieren. Wirklich nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal durchklingen lassen, dass ich nicht so ein Fan von der Aufgabe bin, ne? So, gucken wir mal. Wie kommen wir denn am einfachsten... Oh, wobei, der ist ja gar nicht so krass hoch. Aber ich weiß noch nicht, wie man da jetzt am besten wieder hinkommt. Den habe ich noch nicht! Hoch oben auf der Felswand. Auf einer Felswand. Lol, den hätte ich ja tot gesucht. Ich war mir so sicher, dass ich den hab. Was? Bitte. Mein Weltbild ist zerstört. Ich hab dir was von Weltbild mitgebracht. Boah, scheiße. Wie komme ich denn da am besten, am schnellsten wieder hoch? Also schnell scheint hier gar kein Ausdruck zu sein. Das scheint nämlich nicht wirklich zu gehen. Ja, wisst ihr was? Dann mache ich halt doch den Weg hier. Komm. Dann haben wir das auch nochmal gesehen, ob hier noch was ist. Was Tolles für uns. Und ich bin doch wieder weiter oben. Ich wette, ich darf mich doch porten. Aber es ist mir gerade egal. Es ist mir gerade egal. Ja, wobei, das geht ja eigentlich auch klar, oder? Kann ich jetzt nicht hier runterblicken und das dann... Ja, ne, aber es ist ja von der Kurve her hier. Ne? Scheiße. Verdammt. Und hier war jetzt nichts, wo ich... Ja, ja, gut, okay. Ich möchte gerne eigentlich nochmal das Tic-Tac-Turnier. Wo komme ich da? Ja. Egal. Ich versuch's einfach mal. Ich will gar nicht den Mond haben, sondern ich will hier hoch. Komm, Geronimo! Bitte, Mario. Bitte. Ja, sehr gut. Flatterhaft im Wald. Einfach nur irgendwie bekommen. Das reicht mir komplett. Ah, schön, schön, schön. 16 Monde. Sehr. Da oben ist noch ein Mond. Das ist ja interessant. Okay, hier ist noch irgendwas. Ist auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, das ist wieder so ein Schornstein, den ich ja, glaube ich, schon gesehen habe, oder? Da bei den Goombas irgendwo in der Richtung? Ja, ja, hier, genau. Und da sind auch die Goombas, genau. Dit hier ist noch neu gespawnt, das ist es doch. Naja, das ist es. Nicht so schnell sprechen, dann nicht Vokale und Wörter und Buchstaben verklucken und gut. Was? Mit einem Schaf? Mit was? Mit einem Schiff? Okay. Ich habe den perfekten Unterschlupf für mein Schaf gebaut, aber ich weiß nicht, wie man Schafe hütet. Und ich auch nicht, offenbar. Ja, sorry, Bro. Brauchst ein neues Schaf. Zum Glück sind wir in Mario, wo Schafe einfach respawnen.
Da-da-da-da. Das ist schwerer, als es aussieht. Weil ich kann nicht reimen. Vor allem nicht im Rhythmus zur Musik. So. Hier ist natürlich besonders gefährlich. Hier ist gar kein Gitter. Ich kenne mich ja aus mit Schafen, die runterfallen. Pilzkönigreich. Deswegen. Ach du, was? Von wo aus darf ich das bashen? Ist die Frage. Blödes Schaf. I follow nicht Rivers, sondern Sheeps. Sheep World. Sheep World war auch so eine Seuche damals, oder? Ey, oh Gott. Ohne dich ist alles doof. Mimimi. Ich glaube, wir haben trotzdem 2 Tassen von denen, oder? Ist das nicht Sheep World? Ich glaube schon. Naja. Da 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 da. So 2000er so Style. Hi, bitte nicht. Vielleicht darf ich das ja auch direkt von da ballern, aber ich befürchte nein. Ja, war ja mal ein Versuch wert, ne? Ey, aber übrigens, es gibt doch bestimmt einen. Ja, hier. Nee, hier kommen wir hierher oder geht's hier. Hier geht's hier einfach nur in so ein. Ach, hier ist eine extra Challenge. Wie soll ich nur mein Schaf an diesen Ort bringen? Den, an dem es großgezogen werden soll. Kannst du mir vielleicht zeigen, wie ich es am besten mache? Auch toll, dass ich ihn synchronisiere und seinen Kollegen nicht, ne? Sehr nett, wirklich. Also ich würde es dir gern zeigen, aber ich bin halt selber scheiße, ne? Ich glaube, das ist definitiv schwieriger, aber ja, was soll's. Ich fände es auch nett, wenn die Schafe ein bisschen schneller respawnen würden. Na gut, die können einfach sagen, so, nö, du hast es verkackt, jetzt musst du nochmal neu dieses Level betreten. Das wäre natürlich auch theoretisch möglich. Sehr assi, aber möglich. Und go! Ich weiß nicht, ob ich hier oben bleiben muss. Nee, das spawnt da unten. Dann Mario, beeil, oder? Wobei, doch, beeil dich bitte. Dass du auch noch dahin kommst. Das wäre super. So, hervorragend. Gefühlt war der sogar leichter. Schafhüten auf der Stahlbrücke. Ich habe zumindest weniger Probleme jetzt damit gehabt. Lag aber auch daran, dass das Schaf tatsächlich sehr nett auf dieser Plattform stehen geblieben ist. Es hätte nämlich auch einfach. Ich hätte einfach nicht treffen können. Das hat zum Glück gut funktioniert. Und es hätte auch einfach. Scheiße. Also, so gefühlt finde ich diese Aufgabe wirklich schwieriger als die andere, aber. Naja. Ich bin froh, dass es davon keine schwerere Version zu geben scheint. Sonst hätten wir sie auf dem Mond entdeckt. Gibt es eigentlich noch was im Forstland? So. Hinweiskunst, die wir finden müssen. Hier, oh mein Gott, das war verdammt knapp. Das wäre nämlich wieder absolut im Off gelandet. Das Schaf. Bitte, nein, ich hab das Ding doch gar nicht so getroffen. Jetzt gelingt halt auch gar nichts mehr, ne? Puff, komm, da ist es. Ey, das ist doch... Käppi. Mach keinen Scheiß mit mir. Und ich weiß immer noch nicht, wie es am Ende läuft. Nein! Ah, schön. Ja, so viele Monde werden wir jetzt nicht mehr bekommen. Und es ist auch eigentlich schon ziemlich spät. 21:30 abends. Am Montag. Aber ich habe irgendwie noch so Lust, das Forstland noch weiterzumachen und noch zu beenden. So. Also ich habe noch so den Drang. Ich möchte. Ich weiß nicht, ob. Also ob ich es mache. Ja, ich hätte schon Lust. Wirklich. Ich habe noch so viele Parts zu rendern sowieso. Ich weiß nicht. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, wir schaffen das jetzt, ja? Wir schaffen das, komm. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ich war doch gar... Rotz. Das andere ist definitiv leichter. Aber was war das denn bitte jetzt schon wieder für ein Scheiß? Noch, komm, bitte. Ich schneide den Scheiß nicht. Wir haben noch 5 Minuten. Und wenn wir diesen Part nichts anderes schaffen, dann sehen wir wenigstens ein paar Schafe verrecken. Ach, Kacke. Klingt wie eine Kampagne von Julia Klöckner. So. Den blöden Sombrero da, ey.
Ist ja nicht so, als hätte ich nicht so einen komischen Ranger-Hut auf, der total bescheuert aussieht. Andere Richtung. Ich kann. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, ist das fummelig. Ist das nicht. Nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu langsam, nicht zu schnell. Bitte, bitte, einfach nur. Ja, ja. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ja, das sieht doch. Oh, der kann da. Nee, ich wollte schon sagen. Ich dachte gerade, er ist nur auf eine Stelle im Zaun. Aber der kann da eigentlich nicht mehr runterfallen. Außer wenn ich ihn jetzt komplett daneben feuer. Bitte scharf, sei gut. Nein, 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 nein. Wobei, es ist nur. Es ist nicht mehr wirklich möglich, oder? Ja, jetzt ist es weg. Boah, ich hasse dich. Du blödes Ding. Es bleibt uncut. Leckt mich. Das sehe ich nicht ein. Und diese bescheuerte Musik dabei. Ich hasse euch, Nintendo. Ich hasse euch eher für diese unsauberen Sachen, die in Animal Crossing macht. Na, was soll das? Ja, gut, das war ich eigentlich selber schuld, weil ich war zu weit weg. Lalalalalala. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei einem Mario-Spiel so krass ausraste. Also, bei Mario Odyssey. Ich meine, bei 3D World, das war aber eher so wegen dem Spiel und meinem Mindset generell so. Aber jetzt nicht, weil das Spiel so kackenschwer war oder irgendwas, aber... Fuck it. Sunshine kann frusten, 64 kann frusten. Die Galaxy-Teile nicht unbedingt so, aber... Ja gut, bei Odyssey, klar, so die letzten beiden Welten halt, ne? Dunkle Seite, also finstere Seite des Mondes und stockfinstere Seite des Mondes, die können zum Schreien animieren, aber sonst, so die meisten Missionen sind ja eigentlich jetzt nicht so schlimm und eigentlich ist auch das vom Papier her nicht so schlimm und allein, wenn man sich das mal anschaut, so, was mache ich hier? Ich schieße Schafe auf andere Plattformen. Das klingt ja jetzt nicht nach der Mega-Herausforderung, aber das ist so grützig, weil das Ding so schwammig ist, man muss den nur so minimal aus dem falschen Winkel treffen und das Ding hebt einfach ab in Richtung Wolken. Und das ist schrecklich. Das ist furchtbar. Komm. Ja, gerade noch so. Das ist eigentlich schon immer so ein bisschen die schwierigste Stelle, bis es dann wirklich ans ganz zum Schluss geht. Ey, ich hab's doch schon auf der obersten Plattform gehabt. Ne? Das ist so traurig. Na komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Und jetzt hoch mit dir. Wir haben echt gleich schon an die 30 Minuten. Das ist wirklich sad. Du bist doch so ein Miststück. Mir läuft die Zeit davon. Jetzt ist es mittlerweile 21.34 Uhr. Und es wird immer unwahrscheinlicher, dass ich noch einen Part mache. Weil es hier einfach überhaupt nicht so läuft, wie ich das möchte. Bitte. Was soll das denn? Ja, das ist schon wieder ein bisschen... Ja, geht aber. Ja, komm. Die Stelle kriege ich eigentlich auch ganz okay jetzt hin. Da. Ich muss ja auf jeden Fall nochmal schleudern. Geht ja gar nicht anders. Komm rein da. Ja! Gib mir den Mond! Du Pisser. So. Ja, egal. Ich mach noch ein Part. Schafe hüten über den Nebelwald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.